Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch Side-Easter Eggs zeigen, bei dem ihr gratis Perks bekommt. Da gibt es für jedes Perk ein Easter Egg, Leute. Das erinnert so an den Hasen-Easter Egg bei den anderen COD-Teilen. Und ich zeige euch jetzt, wie diese gehen. Wenn ihr hier vor diesem Gebäude steht, Leute, nehmt am besten eure Fäuste in die Hand, weil ihr müsst extrem schnell sein, sonst klappt das nicht. Und sobald ihr die Treppe hier lang läuft, müsst ihr hoch sprinten. Alle 15 Stöcke so schnell wie möglich hochrennen. Und wenn ihr schnell genug wart, Leute, dann spawnt hier so einen Belohnungsriss und dort ist dann das Perk drinne. Wenn ihr hier an dieser Stelle seid, seht ihr, am Pool ist ein Hase. Und ihr müsst jetzt hier auf dieses Dach von diesem Gebäude gehen. Geht am besten den Weg, den ich hier laufe. So, oben auf dem Dach angekommen, geht hier drauf, Leute, dann nimmt Anlauf und macht einen Hechtsprung ins Wasser, so wie ich. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, spawnt hier auch ein Belohnungsriss mit dem Perk PhD Flopper, beziehungsweise Dr. Niete. Hierfür nimmt am besten das Quad, Leute, und ihr müsst über diese Skulptur fahren und da ist der Hase, dort fährt ihr drüber und ihr müsst auf den Rädern landen, so wie ich. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, spawnt auch hier wieder ein Belohnungsriss mit dem Perk Speed Cola. Für das Grabstein-Perk braucht ihr eine Sniper, Leute. Ihr begebt euch dann hier auf dieses Gebäude. Wenn ihr dann oben seid, geht auf dieses Sportdach hier drauf und nun müsst ihr auf diesen gelben Kran ziehen und dort oben befindet sich ein Teddy. Ihr müsst jetzt versuchen, diesen Teddy anzupingen und wenn ihr das geschafft habt, dann kommt so ein Jumpscare und es öffnet sich wieder so ein Belohnungsriss. An diesem Ort seht ihr hier diese drei Skulpturen, Leute, diese drei Ringe und dort in der Mitte ist ein Hase drauf. Ihr müsst jetzt hier auf die andere Seite gehen, zu diesem linken großen Turm. Wenn ihr dann oben seid, dann müsst ihr runterspringen und in einem Flug durch alle drei Ringe fliegen. Falls ihr das dann schafft, ohne einmal abzusetzen, dann spawnt wieder ein Belohnungsriss und ihr habt den Todeswahrnehmungsperk. Hierfür braucht ihr ein Quad, Leute, und wie ihr seht, ist über diesem Straßenschild ein Hase. Ihr müsst jetzt hier einmal unter diesem Schild stehen bleiben, bis der Hase anfängt zu lachen und dann gebt ihr Gas und fahrt so schnell wie möglich bis zum nächsten Straßenschild. Wenn ihr dann schnell genug wart, dann spawnt wieder ein Belohnungsriss, Leute. Und falls ihr nicht spawnen sollte, versucht es einfach noch einmal. Und wenn ihr es geschafft habt, habt ihr dann hier dieses Schnellwiederbelebungsperk. Und für den Jugger, Leute, braucht ihr einen Molotow. Ihr kommt hier zu diesem Lagerfeuer und schmeißt einfach euer Molotow auf dieses Feuer drauf und es spawnt einen Belohnungsriss mit dem Jugger-Perk. Was jetzt noch fehlt, ist Elementarlimo, aber da weiß man zurzeit noch nicht, wie das geht. Und falls man das herausfinden sollte, werde ich dazu auch noch ein Video machen und euch am Laufenden halten. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr jetzt ein kostenloses Abo dalassen und ein Like hinterlassen. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.